Hi-ho und herzlich willkommen zu meinem, ich weiß noch nicht wann, Video. Also es könnte sein, dass ich das jetzt erst am Freitag hochlade oder ich lade es jetzt gleich direkt hoch. Aber ich wollte einfach euch an dem anderen, ja an der anderen Seite meines Lebens jetzt mal richtig teilhaben lassen. Und zwar von vorne bis hinten. Also Sekunde, nicht erschrecken, jetzt bewegt sich gleich mein Bild schnell, weil das kann ich euch sonst nicht anders zeigen. Aber erstmal mein Ding und hier steht normalerweise mein Mac und da streicht es nochmal, aber der ist jetzt weg. Den musste ich jetzt tatsächlich meines furchtbarsten Grauens und meiner größten Angst befürchtend tatsächlich im Reparaturzentrum oder bei dem Reparatur lassen, weil auf den ersten Blick gab es kein Problem, aber ja. Jetzt ist er weg und ich habe mehr oder weniger den Schrott damit. Weil, und ja, daran will ich euch jetzt teilhaben lassen. Mir tut gerade einfach alles weh. Es fühlt sich an, als ob mein ganzer Körper auseinanderfallen will. Und ich habe Kopfschmerzen, die sind echt nur noch unerträglich. Und das Schlimmste für mich ist daran, ich versuche. Ja, das Gefühl, es alleine durchstehen zu müssen, weil kein anderer diese Kopfschmerzen versteht, der nicht Asperger hat. Oder weil mein Vater, als ich dem erzählt habe, jetzt habe ich gerade nichts zum Arbeiten und mein Mac ist weg, waren seine sehr, sehr bescheidenen Worte. Ja, dann ist das jetzt halt so. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, ja, recht hat er, aber das hilft mir jetzt auch nicht unbedingt gerade weiter, weil, ja, weil ich ja schon geahnt habe, dass ich jetzt die nächsten Stunden, Tage diese Höllenqualen durchleben muss und dann jemanden vor sich zu haben, der einem immer und immer wieder bloß sagt, Pech gehabt, ja, das ist nicht hilfreich. Im Gegenteil. Und ich glaube, das Ding ist, ich bin jetzt gerade durchs Internet gesurft, weil diese Kopfschmerzen wirklich unerträglich sind und ich eigentlich im Prinzip gerade wirklich verzweifelt nach irgendeiner Schmerztablette oder irgendwas gesucht habe, weil ich kann jetzt Aspirin nehmen, ich könnte jetzt Heudalin nehmen, ich könnte jetzt Tomapirin nehmen, egal. Oh, dann hören viele Schmerztabletten mit ihnen auf. Ich kann jetzt tun, was ich will und keine Schmerztablette dieser Welt wird mir jetzt diese Schmerzen wegnehmen können. Und wundert euch nicht, das ist normal bei mir. Ich fange immer an zu tränen, weil diese irgendwie muss der Druck hier aus dem Kopf raus. ja. Und es ist so, keine Schmerztablette der Welt hilft. Ich könnte jetzt 100 Aspirin nehmen und ich hätte trotzdem diese Kopfschmerzen. Ich könnte 1000 Tabletten, schmerzbetäubende Tabletten nehmen und trotzdem würde sich mein ganzer Körper anfühlen, als ob er gleich auseinanderfällt. Als ob nur ein kleines Ding in Hauch reicht und macht wusch und weg ist. Und ja, es ist einfach so, in so einer Situation fühlst du dich, glaube ich, am einsamsten, wie es je möglich ist. Selbst wenn du jemanden hast, der ähnliche Problematiken hat, im Moment muss ich da durch. Und zwar ganz allein. Und ja, irgendwie ist das doof. Und es ist auch nicht wirklich so, dass ich sagen kann, wow, das geht gleich vorbei und ich wach dann morgen auf und es ist vorbei, sondern ich kann es wirklich voraussagen. Yay, ich habe die nächsten 4-5 Tage die Schmerzen, die kaum einer erträgt. Und das Doofe ist dazwischen, also der Reparaturmensch hat gesagt, es dauert jetzt, er rechnet mit 5 Werkstagen. Und wir haben jetzt Mittwoch, das heißt, dann ist Donnerstag, Freitag, dann sind Samstag, Sonntag, dann Montag und dann Dienstag. Das sind insgesamt fast, das sind dann die 5 Tage. Und erst nächsten Dienstag hört es dann
weiß ich überhaupt mal was Neues? Und dann kann es immer noch sein, dass der dann bis nächsten Freitag wieder weg ist. Und das heißt im Klartext, ich kann mich eigentlich schon, ich richte mich innerlich so ein Teil von mir darauf ein, dass ich bis nächsten Freitag unter Dauerschmerzen leide. Und zwar alles nur wegen einer so großen Veränderung in meinem Zimmer. Das ist so, ist ja das Komische daran. Manchmal habe ich so das Gefühl in diesem Moment, dass meine ganze Biologie kaputt ist, dass ich, dass ich wirklich so, dass, ja, dass meine Biologie einfach nicht stimmt, dass das so nicht normal sein kann, wenn man theoretisch nur in die Sonne guckt und dann 3 bis 4 Stunden flach liegt oder sowas wie, dass einem bloß ein Computer aus dem Zimmer raus ist und man dann 5 Tage Höllenschmerzen hat. Da überlege ich dann schon manchmal sich in manchen Tagen, ob nicht vielleicht doch meine Biologie, irgendwas mit uns, mit der Biologie der Asperger kaputt ist. Als ich kleiner war, habe ich immer gesagt, ich glaube, der Asperger ist ein ganz blöder Witz der Schöpfung. Inzwischen bin ich jemand, der sagt, naja, es ist wie es ist und ich kann es nicht ändern. Und jetzt momentan kann ich nur eins machen, nämlich es durchstehen und ja, hoffen, dass es vielleicht nicht allzu schlimm wird. Und ja, wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja auch schon, geht es mir auch schon übermorgen wieder ein Stück besser. Und was mir heute für den Moment auf jeden Fall sehr viel extrem helfen würde, wäre, wenn diese Eulenkirchturmglocken aufhören würden zu klingeln. Das ist nämlich die zweite Sache. Das ist nämlich so richtig komisch, wenn man in dem Moment, wo dann, ja, wo diese Eindrucksüberlastung, ich will es jetzt kein Overload nennen, weil es ist schon nicht so, dass ich überladen bin, aber wenn diese Überlastung von den Eindrücken anfängt, habe ich auch extrem gute Ohren. Und in diesen Momenten will ich einfach bloß 5 Dinge haben. Ich will am liebsten hören, dass mir jemand sagt, es hört sofort auf. Oder die Wunderpille, die die ganzen Schmerzen einem wegnimmt. Oder einfach der Satz, ja, das erledigt sich ganz schnell. Oder eben in einem stillen Raum, wo keiner ist, der keiner mit mir redet, wo einfach nur ich bin und niemand sonst, weil ich einfach gerade keine Menschen, keine Kontakte, nichts ertrage. Entschuldigt, meine Nase läuft auch noch. Ich habe vorher meine Mom angeschrien, wirklich. Ich habe sie angeschrien, weil sie mir sagen wollte, sie wünschte, sie könnte mir jetzt die Lösung sofort geben. Und ich habe in dem Moment einfach bloß sie angeschrien, weil ich zu ihr gesagt habe, ich will meine Ruhe, lass mich einfach in Ruhe. Und ja, ich finde es eigentlich nicht die Möglichkeit, dass ich sie jetzt anschreibe, bloß weil ich gerade mit der Situation überfordert bin, aber ich habe mir in dem Moment einfach nicht anders zu helfen gewusst, als jetzt loszuschreien. Und ja, es war irgendwie komisch. Im Nachhinein betrachtet finde ich es furchtbar, dass ich sie angeschrien habe, aber ich wollte einfach nur am liebsten schreien, hau ab und lass mich in Ruhe, haut alle ab, lass mich in Ruhe, ich will nur noch alleine sein, ich will mich in meinem Zimmer vergraben und am besten irgendwo unter einer dunklen, dunklen Decke vergraben und dass keiner mit mir spricht, keiner in meiner Nähe ist, dass keiner irgendwie was, ja, da ist, dass ich einfach komplett alleine bin, so wie ich mich auch gerade im Moment fühle, innerlich. Einfach nur komplett alleine. Und ja, dass ich nur noch mit mir klarkommen muss und nicht auch noch mit jemandem anders, den ich dann dabei verletzen könnte oder der sich gekränkt fühlen könnte oder entschuldigt, jetzt langsam geht's mir auf den Keks. Weil es ist ja schon so schwierig, immer mit den Menschen klarzukommen und sie nicht zu verletzen und ihnen nicht irgendwie sich vor den Kopf zu stoßen. Ihnen nicht zu sagen, ich verstehe eure ganzen sozialen Arten nicht, ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Also warum wollt ihr jetzt was von mir? Oder was soll ich jetzt mit euch anstellen? Und diese Unwissenheit einfach, wie soll ich jetzt mit einem neuen oder auch mit einem Menschen, den ich schon ewig kenne, überhaupt umgehen? Weil für mich ist jeder Tag auf ein neues Lernen mit diesen sozialen Interaktionen und ich fühle mich manchmal einfach unbeholfen. Und in solchen Momenten, wo einfach auch noch mein Kopf überladen wird mit diesen neuen Eindrücken, kann ich nicht auch noch versuchen, ja, mich auf den anderen einzurichten oder
nett zu sein oder irgend sowas. Und in diesen Momenten ist es dann einfach extrem schwierig zu sagen, okay, jetzt ist es gerade doof, aber hey, ich bin jetzt hier und ich versuche trotzdem nett zu sein. Ich versuche irgendwie so einigermaßen sozial zu sein. Und ja, eigentlich im Prinzip will ich jetzt gerade im Moment bloß eine einzige Sache, nämlich mich total abschotten von allem und jedem und in ein Erdloch verkriechen. Das Witzige ist, gestern hat Theo zu mir gesagt, wir sehen uns dann wahrscheinlich in 6 Tagen. Und ich habe noch zu ihm gesagt, nee, muss ja nicht. Also ich meine, es wird ja bestimmt alles toll laufen und wer sagt denn, dass da irgendwie was doof ist? Als ich ihm erzählt habe, dass da was spinnt, hat er mir gesagt, dann habe ich ihm erzählt, ich rufe morgen da mal an und dann hat er gesagt, ja, also wahrscheinlich wirst du es abgeben müssen und so weiter. Dann habe ich zu ihm gesagt, so, ja, kann sein, aber dann ist ja mein Mac weg. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, dann also bis in 6 Tagen. Ich habe mir in dem Moment erst so gedacht, ich glaube, jetzt übertreibt er. Aber so langsam verstehe ich es wirklich, was er meint, weil ich war schon lange nicht mehr in dieser Situation und meine Kunstfertigkeit ist, ich vergesse es immer wieder. Ich bin einfach jemand, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mit sowas eigentlich verhältnismäßig gut umgehen kann. Weil ich eben auch immer wieder vergesse, dass sowas passiert ist und ja, wie es war. Und jetzt fällt mir gerade ganz kurz was ein. Zum Glück kann ich auf dieser Kamera Pause machen. Entschuldigt mich eine Sekunde. Hey, ja, es tut mir leid wegen gerade, dass ich, ja, hier war jetzt ein kleiner Schnitt, den ihr wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Doch, den wird man bemerken. weil jetzt ist auf jeden Fall ein anderer Tag. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und ja, es geht mir immer noch nicht wirklich viel besser. Ich war jetzt auch mal zwischendrin mal draußen, weil ich einfach zu meiner Mom gesagt habe, ich möchte nicht, wie es mir jetzt eigentlich nach dem Bedürfnis ist, nämlich mich vergraben und am liebsten wegen allem losheulen, sondern ich will jetzt einfach trotzdem versuchen, ein bisschen mein Leben zu leben. Und ja, das andere, was ich auf jeden Fall sagen möchte für alle, die das Video bis hierher angucken, also mein Vater hat nicht nur diesen Spruch abgelassen, er hat dann auch am Abend wirklich sich richtig er hat sich wirklich richtig Mühe gegeben und richtig angestrengt, um mich da, also er hat wirklich alles Menschenmögliche getan, um dafür zu sorgen, dass es mir wieder besser geht. Und ja, es war einfach, ich habe das Video aufgenommen, das war so mittags, Abendszeit und mein Vater war dann noch nicht daheim und ich habe einfach aus der Situation heraus, weil ich alles gerade überdramatisiere, dann gesagt, dass sein Spruch auch nicht viel geholfen hat. Und ja, es war in dem Moment für mich auch so, aber ich muss auch sagen, er kann nicht nur solche Sprüche ablassen, er hat dann auch wirklich sich Mühe gegeben und hat wirklich sich, man kann es echt nicht anders sagen, aber sehr rührend um mich gekümmert und das ist eben die andere Sache. Und was wirklich das Besondere ist, ist für mich, deswegen bin ich auch schon wieder etwas gefasster, obwohl ich heute wirklich ein bisschen rohes Ei bin und mir immer noch alles wehtut, ist für mich die Tatsache, dass ich echt extrem viel Verständnis und Rückhalt habe. Und da fange ich schon wieder an mit Druck ablassen. Tut mir leid. Es ist einfach so was Besonderes, wenn die Leute um dich rum, sie verstehen nicht, wie es dir geht, aber sie verstehen, dass es dir nicht gut geht und dass sie dir dann helfen. Sowas wie mein Papa, der ist heimgekommen und hat... Seine erste Frage ist immer, wie es mir geht. Es ist einfach so ist jetzt 2 Tage heimgekommen und seine erste Frage war, wie geht es unserem Kind? Er hat auch schon überlegt, was könnte er machen, damit es mir besser geht. Er hat mit mir ohne Vorwarnung angefangen, Fußballergebnisse zu reden, einfach nur, um mich irgendwie abzulenken. Er hat mit mir in einem Prospekt Handtücher ausgesucht, nur damit ich eben abgelenkt bin. Und wir haben eine Diskussion über den Unterschied zwischen Frotte und Nicht-Frotte-Handtüchern gehabt. Und das ist sowas, wo ich einfach sagen muss, es ist so toll. Oder auch,
Und auch meine Großmutter hat sich sehr, und mein Großvater sind sehr bemüht um mich und informieren sich, wie es mir geht. Und auch meine Babette, mit der war ich ja für heute, also am Freitag, verabredet, weil heute ist Freitag und ich habe den letzten Teil, den habe ich am Mittwoch aufgenommen, dazwischen lag jetzt der Donnerstag. Und auf jeden Fall war ich heute mit meiner Babette verabredet und ich habe dann gesagt, ich kann nicht raus. Und dann habe ich überlegt, wie mache ich das, wie sage ich das, weil ich es nicht in dem Moment nicht so richtig gewusst habe, weil ich bin etwas verpeilt. Und dann war es einfach so, dass ich ihr angerufen habe und ihr die Situation geschildert habe. Und viele Leute hätten dann gesagt, ja, aber was macht das, was muss das jetzt, was soll das jetzt heißen? Aber meine Babette hat dann sofort gesagt, du, das ist gar kein Ding, dann verschieben wir es eben oder versuchen es anders zu lösen. Und das ist auch sowas, was man einfach als sehr besonders betrachten sollte und was auch wirklich manchmal helfen kann. Meine Oma hat etwas sehr Schönes gesagt. Man kann sich's nicht vorstellen, wie es ist, aber man kann wenigstens versuchen, dennoch für den anderen da zu sein und ihn zu unterstützen und ihm zu helfen, auch wenn es nur damit ist, dass man sagt, ja, ich bin da, wenn du Hilfe brauchst. Oder mit dem Wissen, du kannst mich auch noch, wenn es sein muss, um 4 Uhr morgens anrufen, ich bin da. Und ja, sie hat schon recht. Also ich bin, als das erste, was ich gemacht habe, war meine Mom zu sagen, ruf auch Oma bitte an, um ihr zu sagen, dass du da bist und dass ich nicht mehr alleine bin oder dass ich nicht alleine gerade bin, oder? Ja. Und es ist einfach so was ganz Besonderes. Und auch wenn es mir gerade momentan oft danach ist, jeden anzuplappen und ich mich echt gerade wie der größte Arsch teilweise fühle. Oh, entschuldigt für das Wort, aber ja. Ist es doch einfach so, dass für mich auch sehr wichtig ist, oder dass es für mich was Schönes ist und dass mir das auch heute bewusst geworden ist, so richtig, dass ich, obwohl die Situation schwierig ist, dennoch nicht komplett verzweifle, weil ich einfach weiß, dass es Leute gibt, die mich stützen. Und das ist jetzt ein Tipp an alle, die einen Asperger in ihrem Umfeld haben. Gebt ihm einfach das Gefühl, ihn zu stützen. Eine Bekannte von meiner Mom, an dieser Stelle, sie heißt Biggie, hallo. Sie hat für mich ein kleines, hat mir ein kleines Kästchen gebastelt, auf dem drauf stand, ob ich heute schon gelächelt habe. Und das war dann tatsächlich das erste Mal, dass ich dann seitdem der Mac weg ist, lächeln konnte. Und ja, das ist auch sowas, was irgendwie schon schön war. Und ja, es ist einfach so an dieser Stelle. Es ist nicht einfach und mir tut immer noch alles weh, aber obwohl ich allein die Schmerzen durchmachen muss, weiß ich, dass ich die Situation nicht allein durchmachen muss. Und das ist für mich etwas, was wirklich wertvoll ist. Gut, damit wie immer ein normales Freitagsvideo ist, obwohl ich heute einen Schnitt drin hatte, weil ich einfach am Mittwoch dann total zusammengeklappt bin und gar nicht mehr konnte. Am Donnerstag war es mir auch nicht mehr so supi, weil da ist dann mein Waffeleisen auch noch kaputt gegangen. Zum Glück habe ich 2 oder 3 Waffeleisen immer gehabt schon. Nämlich eins mit Brüsseler Waffeln, das ist jetzt aber leider kaputt gegangen. Falls da irgendjemand einen Tipp kennt, das Waffeleisen macht die Waffel knusprig, aber wenn man das Waffeleisen aufklappt, zerbricht die Waffel immer in 2 Teile. Und die obere Hälfte ist dann immer verbrannt und die untere ist ein bisschen roh. Klar, jetzt könnte man sagen, dreh es einfach um, aber das ist nicht so einfach. Weil man es ja dann schon aufmacht und dann ist es ja schon wieder auseinandergerupft. Und ja, entschuldigt. Und ja, gut. Das ist dann eben noch die andere Sache gewesen. Mein Update-Video, kurz gefasst, mein Mac ist jetzt weg und sonst läuft es eigentlich bei mir zurzeit sehr gut und ich finde auch, dass ich gerade sehr viele Entwicklungsschritte mache. Und ich merke es vor allem daran, dass ich sehr viel bemerke, was ich früher nicht bemerkt habe. Ja, vielleicht mache ich auch keinen Schnitt und mache daraus ein zweites Video, weil sonst wird das erste so lang. Muss ich nachher noch überlegen. Ja, auf jeden Fall, hier kommt jetzt unser Querdenker-Quiz und dann ist das Video für heute auch fertig und ich denke, dann lege ich mich auch wieder hin. Ich bin auch extrem müde, es tut mir echt leid. Ja. Du bist Architekt. Das Haus soll durch Umlagen
Umlegen von zwei Streichhölzern so umgebaut werden, dass der Giebel auf der linken Seite steht. Und jetzt ist die Frage, wie geht das? So, ich zeige euch wie immer die Frage und dann lese ich euch die Antwort vor. Wartet, ich muss gucken, damit es jetzt mit dem Licht stimmt, weil wir haben es hier voll dunkel. Ja, ich denke, das müsste vielleicht klappen. Ja, es klappt nicht, aber ich rede es mir jetzt ein. verblüffend einfach und einfach verblüffend. Oh, ich kann es nicht leiden, wenn sie das immer so schreiben. Also hier ist dann die Antwort. Wartet, ich mache es euch ein bisschen näher hin, sonst sieht man diese ollen Pfeile nicht. So, das war alles. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn mein Mac wieder da ist. Und ja, wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem hoffentlich normaleren Video. Ich wünsche euch was. Und wenn ihr mögt, schreibt mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder Facebook oder an die bell.redmail@outlook.com. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Tschüss.